Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder hier um diesen 3D-Drucker, den ich ja vor einiger Zeit aufgebaut und auch modifiziert habe. Und der hat auch sehr viele Teile soweit ganz gut gedruckt. Jetzt geht es an einen weiteren Umbau, denn was wirklich nervt, ist hier das Display mit den Tasten bzw. die Bedienung dazu. Also es ist extrem nervig. Jeder, der den Drucker mal aufgebaut hat, hier mit diesem Display, der kennt das. Das ist extrem umständlich. Und deswegen kommt hier dann ein grafisches Display zum Einsatz, das hier mit einer Einknopfbedienung. Und wie ich das mache, das möchte ich hier in diesem Video einfach mal zeigen. Wenn man so einen Umbau macht, muss man natürlich sich zum einen mit der Hardware ein bisschen auseinandersetzen und natürlich auch mit der Software beschäftigen. In dem Fall will ich auch gleich auf die Marlin Software 2 umsteigen. Im Moment ist hier noch die 1.19 drauf. Also es kommt dann eine neue Software hier auf das Mainboard praktisch rauf. Und jetzt will ich erstmal kurz zeigen, was eigentlich an der Hardware zu ändern ist, beziehungsweise was da, wo man drauf achten muss. Was auffällt, ist, dass hier dieses Display zwei Anschlüsse hat. Die sind einmal mit XP1 und XP2 gekennzeichnet. Das alte Display hat nur einen Anschluss. Das ist hier gekennzeichnet mit LCD. Auf dem Mainboard, ich schwenke mal kurz hier um, dort, da in der Ecke, da sind also zwei Ports zu sehen. Hier, und zwar ist der eine Port mit J3 gekennzeichnet und der andere mit LCD. Das alte Display geht natürlich an eine LCD ran. Und beim neuen Display ist es so, hat ja auch zwei Anschlüsse hier. Die sind aber anders beschriftet. Und die kann man also jetzt nicht hier direkt miteinander verbinden, sondern man braucht eine Adapterplatine dazu. Bei der Adapterplatine ist es so, die habe ich mir einfach mal zusammengelötet. Hier so, so sieht sie aus. Habe ich auf der einen Seite hier die Anschlüsse XP1 und XP2 hier unten. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier die anderen beiden Stecker, Steckverbinder sozusagen mit J3 und LCD gekennzeichnet. Und ich kann das jetzt hier wunderbar raufstecken. So, ist also genau im Raster, was auch schon ganz gut ist. Und jetzt habe ich also diesen Adapter hier auf J3 und LCD. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bekomme ich hier sozusagen diesen Plan her, was da mit welchem Pin verbunden werden muss. Dazu habe ich auf Thingiverse mal geguckt. Da gibt es also eine Beschreibung dazu. Und ich werde unten nochmal in der Beschreibung das auch reinschreiben, wo das zu finden ist. Und nachher, wenn ich am Rechnerplatz sitze, zeige ich nochmal hier die Anschlussbelegung, wie man also von diesen XP1, XP2 auf LCD und J3 kommt, also wie dort die Verdrahtung ist. Und jetzt kann ich im Prinzip tatsächlich hier das eine an den LCD anschließen, hier auf dem Board, und das andere mit J3. Das ist erstmal so von der Hardware, das was gemacht werden muss. Wenn der Adapter hier also fertig ist und ja, betriebsbereit sozusagen, dann kann man sich an die Software wagen, und dazu werde ich jetzt hier das Board erstmal wieder abmachen. Weil dann setze ich mich ganz normal an den Rechner und werde dort die Konfiguration von Marlin 2 einfach mal durchgehen und dort die Änderungen zeigen, die ich gemacht habe. So, das Mainboard habe ich ausgebaut. Was man dazu jetzt braucht, ist hier an diesem Anschluss die 12 Volt. Und man braucht hier den USB-Anschluss, um über die Arduino IDE praktisch dann den Controller zu flashen. Ich habe das Display jetzt noch nicht dran. Das kommt dann hier später ran mit den Leitungen. Aber ich will jetzt erstmal nochmal umschwenken auf den PC, um die Konfiguration nochmal kurz zu zeigen, beziehungsweise dann die Änderungen dazu. Man benötigt jetzt für diese Prozedur natürlich die Marlin-Version 2.0. Ich habe die hier mal runtergeladen. Was ich auch hier runtergeladen habe, ist hier von dem Display ein Bild. Ich zeige das mal hier ganz kurz. Da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein, wie hier was miteinander verbunden ist. Und zwar von dieser Adapterplatine, die ich da zurechtgefrickelt habe. Und was man auch noch braucht, ist für die Arduino-Umgebung diese Board-Beschreibungsdateien, also diese ARNET Board Master, so heißt es hier. Ich habe auch nochmal einen Link unten hingesetzt,
in der Beschreibung. Da sieht man nochmal, wo man das herbekommt. Für diejenigen, die es noch nie gemacht haben, empfehle ich nochmal die anderen beiden Videos, wo ich den Drucker aufbaue und auch modifiziere. Da habe ich es auch nochmal im Detail beschrieben. Jetzt gehe ich mal hier in die Marlin 2 Software hier rein und werde mal ganz kurz schildern, was ich geändert habe. Und zwar gibt es Änderungen einmal in der Configuration.h, aber auch in der pinsarnet.h, so heißt diese Datei. Und da will ich mal ganz kurz drauf eingehen, was ich da geändert habe. Die Änderungen, die hier zu sehen sind, ich habe hier mal eine Datei angelegt, die heißt Änderung.conf.h, so habe ich die einfach genannt. Da sind jetzt also alle Änderungen drin, die ich in der Configuration.h getätigt habe. Diese Änderungen sind teilweise auch aus der 1.19er Version hervorgegangen. Es gibt aber auch zwei, drei Sachen, die man hier noch zusätzlich ändern muss. Ich gehe einfach mal ganz kurz durch. Also das erste ist relativ harmlos, das ist hier das mit diesem String, den habe ich jetzt mal umbenannt, damit ich weiß, das ist jetzt die aktuelle Version. Dann hier diese Baudrate, habe ich auch schon seinerzeit bei der 1.19 geändert. Dann ist ganz wichtig, hier das Motherboard richtig auszuwählen, das Board Arnet 1.0 in dem Fall. Dann kommen wir zu den Eigenschaften des Druckers. Da gibt es einmal hier dieses Filament, der Filamentdurchmesser, der ist hier in meinem Fall 1,75 mm. Dann muss man noch angeben, bestimmte Sachen für den Temperatursensor, zum Beispiel hier für das Heizbett auf 1 setzen, also dass der sozusagen dran ist, und auch ein paar Definitionen hier über die maximale Temperatur von dem Heizbett und auch für die Regelung. Diese KI, KD und KP-Werte sind für den Regler. Die waren, glaube ich, so drin. Ich habe sie übernommen aus meiner damaligen Änderung. Dann hier auch nochmal bezüglich der Lagenendschalter Angaben. Dann kommt hier was sehr Wichtiges. Das sind hier die ganzen, also die nächsten drei Zeilen hier sind die Änderungen, die ich gemacht habe, damit der Drucker natürlich genau druckt. Wie das geht, kann ich, wie gesagt, nochmal die anderen Videos empfehlen. Dort habe ich genau beschrieben, wie man hier auf diese Werte kommt. Die sind ja hier alle sehr krumm. Das ist also sehr wichtig, sonst druckt der Drucker nicht genau genug oder überhaupt nicht genau. Dann gibt es hier nochmal ein paar Sachen bezüglich der Beschleunigung. Dann gibt es hier noch einen wichtigen Teil, diese drei Sachen hier, die sind wichtig, denn die legen fest, in welche Richtung die Motoren sich drehen. Also falls der Drucker mal, oder wenn man jetzt Marlin draufspielt und die Motoren drehen sich genau falsch rum, dann muss man hier sozusagen die Sachen ändern. Was ich hier auch noch drin habe, ist die maximale Größe. Ich habe die jetzt auf 180x180 gesetzt. Das habe ich mal kurz ausgetestet, das ist eigentlich ganz gut. Damit druckt er wirklich in einem sicheren Bereich. Dann haben wir hier noch dieses Meshbed-Leveling, heißt im Prinzip, dass ich per Hand das Bett, das Heizbett sozusagen einstelle in der Höhe, beziehungsweise kein Auto-Leveling mache. Dann habe ich hier nochmal die Sprache auf dem Display, die ist jetzt auf Deutsch. Ich habe einen SD-Support und jetzt am Ende hier ganz wichtig, ich habe ein anderes Display als vorher. Ich habe also hier diesen RepRap Discount Full Graphics Smart Controller drin. Der muss also ausgewählt werden. Und damit sind erstmal die ganzen Änderungen jetzt hier drin von der Configuration.h. Also das, was man jetzt hier sieht, ist ein Auszug aus dieser Datei. Es gibt noch eine andere Datei und zwar nennt sich die pins-arnet.h. Und da muss man auch einiges ändern und zwar deshalb, weil dort dieser Adapter dazwischen liegt und in der Beschreibung auf Thingiverse, wo ich das her habe, dort sind also die Pins jetzt geändert. Man sieht also hier, ich habe also die Pinnummern hier, also musste ich ändern, die waren vorher hier in den auskommentierten Sachen, ist sozusagen der Originalzustand drin. Also das habe ich jetzt soweit geändert und das sind eigentlich so die beiden Dateien, an die man ran muss wo man was ändern muss. Ich werde jetzt hier mal kurz das Fenster schließen und was jetzt auffällig ist bei der neuen Marlin-Version 2.0, wenn man jetzt also hier reingeht in Marlin, dass nicht mehr alle Konfigurationsdateien hier untereinander stehen, sondern nur noch die Configuration und die Configuration.adv.h und auch eine Versionsnummer, also Versions.h-Datei. Alles andere ist hier in den Sources drin und alles sehr stark strukturiert. Also da muss man dann schon manchmal vielleicht suchen, wenn man ja irgendwas braucht. Es macht aber an sich jetzt erstmal nichts, denn
diese Konfigurationsdatei und diese andere Datei, die findet man übrigens bei Pins und dann ist es hier bei Sanguino, so heißt das Ding. Und da ist also hier diese anet-10.k, ich mache das mal hier ein bisschen größer. Das ist also diese Datei, wo man da ran muss. Ich zeige das mal hier kurz nochmal an. Da sieht man also hier, so sieht die aus. Und ich habe, wie gesagt, unten hier weiter irgendwo habe ich diese ganzen Änderungen vorgenommen. Und also hier in diesem Bereich. Und ja, damit ist man jetzt auch in einer Datei, wo unter anderem hier was steht, nämlich Alternative RepRap Discount Wiring. Und zwar ist hier nochmal die Adresse von diesem Projekt auf Thinkiverse gegeben, dort. Und hier drunter ist nochmal LCD-Pinout, das ist ganz wichtig. Und da ist sozusagen die Quelle, wie sozusagen dieser Hardware-Adapter, den ich da zusammengelötet habe, aussehen muss. Man hat also auf der einen Seite hier in der ersten Spalte das Arnet-Board an sich. Und da muss man gucken, hier befinden wir uns jetzt mit dem Controller hier an dieser Stelle in der vierten Spalte. Und dort weiß ich also, wo ich hingehen muss mit den Verbindungen. Und wenn ich das gemacht habe, dann haut das eigentlich auch hin. Es gibt hier nochmal ganz kurz eine Beschreibung dazu, zu diesem Controller, welche Pins, welche Funktionen haben, die braucht man erstmal so nicht. Wichtig ist hier diese Tabelle, beziehungsweise dann hier aus dieser Tabelle ist sozusagen hier dieses Bild entstanden, das hier, wo man dann nochmal genau sieht, welche Pins wo miteinander verbunden sind. Wenn man also diese beiden Dateien soweit angepasst hat, dann kann man Folgendes machen. Dann geht man hier wiederum zurück nach Marlin und ruft diese Marlin.ino auf. Das ist ja die Arduino-Datei, die aufgerufen wird, wo das Projekt abgespeichert ist. Und hier in dem Fall habe ich auch eine Arduino-Version 1.85, glaube ich, ist das. Also nicht ganz die aktuellste, aber damit rufe ich das auf und kann dann im Prinzip das Projekt kompilieren bzw. dann auch hochladen. Bevor man es hochladen kann, muss man hier unter Werkzeuge das Board auswählen. Das ist dieses Arnet V1.0. Wenn es hier nicht erscheint, dann muss man in die Boardverwaltung gehen und das einbinden. Da hatte ich ja in einem anderen Video auch gezeigt, wie man es genau macht. Also man muss hier das Board Arnet V1.0 auswählen. Bei mir ist es in dem Fall der Port DevTTY USB 0 und mehr braucht man eigentlich nicht und jetzt kann man im Prinzip hier mit hochladen die Software auf das Board laden. Das mache ich jetzt mal und das dauert auch eine Weile und danach kann man das Display anklemmen und schauen, ob das alles funktioniert. So, man sieht jetzt hier, das Hochladen ist auch abgeschlossen und ich will jetzt mal wieder auf das Mainboard und das Display schwenken und einfach mal die Sache dann einschalten. So, als erstes werde ich mal hier abklemmen von der Spannungsversorgung. Das USB braucht man im Moment auch nicht. Und jetzt werde ich natürlich hier die LCD-Leitung an den Verbinder für LCD stecken und das andere an J3. So. Und dann schalte ich ein, man sieht, das Display geht an, Marlin 2.044 und es scheint soweit erstmal zu funktionieren. Es sind natürlich keine Sensoren dran, deswegen zeigt er ja auch irgendwelche komischen Temperaturen an, aber ich kann jetzt hier im Prinzip mit dem Knopf hier im Prinzip das alles hier bedienen, was wirklich sehr komfortabel ist. Ist also wesentlich besser als dieses andere Modul hier, dieses komische hier mit den vier Tasten. Und jetzt baue ich das Mainboard erstmal wieder an den Drucker, also schraube ich erstmal wieder ran. Und dann werde ich Folgendes machen, ich werde gleich mal hier für das Display ein Gehäuse einfach ausdrucken. So, das Mainboard ist hier wieder eingebaut und auch das Display natürlich. Und bevor ich jetzt hier einen Druck starte, werde ich erstmal einen Versuch machen, nämlich mit den Schrittmotoren, dass ich weiß, dass die in der richtigen Richtung sich bewegen. Ich gehe jetzt mal auf Bewegung und gehe hier auf Achsen bewegen
Und dann Bewegung X zum Beispiel, sag gleich 10 mm. Und wenn ich jetzt hier also mal 10 mm sozusagen einstelle, dann müsste er sozusagen nach hinten sich bewegen. Und wie man sieht, das macht er auch. Also hier der Schlitten geht sozusagen weiter. Und das gleiche mache ich natürlich jetzt mit Y. Auch hier müsste er dann den Schlitten rüber bewegen. Das tut er auch. Und das nächste wäre natürlich die Z-Bewegung. Da auch nochmal. Also wenn ich jetzt hier bewege, müsste er nach oben gehen. Ja, und man sieht, er geht also hier nach oben. Wenn man die Kamera noch ein bisschen umstellen, dann sieht man es vielleicht besser. Also hier das müsste komplett nach oben gehen. Wenn ich jetzt also hier weiter drehe, dann fährt er also nach oben. Das heißt, die Bewegungsrichtung ist richtig. Die restlichen Parameter, die ich ja da eingestellt habe, die waren ja noch aus der alten Version, was so die Temperaturen und die Extruder-Geschichten und so weiter betrifft. Das sollte also eigentlich bleiben und auch funktionieren. So dass ich jetzt erstmal hier mir, wie gesagt, ein Teil ausdrucke hier an Gehäuse für das Display. Was man jetzt nochmal testen kann, ist natürlich sozusagen nach in die Nulllage, also Auto Home, auf Auto Home mal gehen. Und dann sollte er also im Prinzip hier zum Nullpunkt gehen und das macht er eigentlich auch. Geht auch wieder runter und damit ist erstmal das soweit gegeben. So, man sieht jetzt auch hier, dass der Drucker meinen Rahmen für das Display druckt. Ich habe auch mal so abgemessen, grob, das haut also sehr gut hin. Die Parameter stimmen also nach wie vor und so dass ich dann auch hier für dieses Display einen vernünftigen Rahmen habe. So, das Display hat jetzt hier seinen Rahmen und damit ist der Umbau auch soweit gelungen. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung. Also, man kümmert sich zunächst hier um diesen Adapter, baut den, schließt also das dann an und dann kann man sich um die Software kümmern, die Configuration.h und diese Pin Arnet.h muss man dann anpassen. Und dann funktioniert das eigentlich. Also ich fand den Umbau hier auf das andere Display und auch die Installation der Marlin 2 Software relativ einfach, also es geht ganz gut. Ja, das war es auch schon wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.